Trader. Mit uns hast du gute Karten. Herzlich willkommen, liebe Yugi-Freunde, zur samstäglichen Yugi-Local im Trading Card Superstore. Ich bin Marcel, das ist André. Wir spielen heute die erste Runde, das Eröffnungsspiel. Ein wunderschöner Tag, um Yu-Gi-Oh! Zu spielen heute. Ich freue mich, bin gespannt, was es heute gibt. Auf jeden Fall. Ja, wenn ihr dabei sein wollt, dann kauft euch ein Ticket auf trader-online.de. Da kann man sich wunderschöne Local-Tickets kaufen, um dann hier bei uns mitzuspielen vor Ort und die ganzen netten Leute hier auch mal persönlich kennenzulernen. Es lohnt sich, kann ich nur empfehlen. Sonst würde ich ja nicht jede Woche hier sitzen, ne? Ja, und wir haben geschnitten. Ich würde sagen, würfeln möchtest du zwei hoch? Zwei hoch. Das ist ja, das eine 6. Das ist eine Dry. Okay, eine Dry. Dann würde ich sagen, du beginnst. Mhm. Und dann würde ich sagen, starte ich einen Timer auf ein gutes Spiel. Auf ein gutes Spiel? Auf ein gutes. Wieder nicht geschafft. Schaffe ich auch nicht immer. Okay, dann let's go. Ja, dann fange ich an mit Schreckensklaue Akro. Akro sagt, er gibt meinem Schreckensklaue Monster in der extra Monsterzone 300 ATK Push für jedes Monster, was bei mir in der Verteidigung liegt. Ja, Schreckensklaue Monster insgesamt darf ich jedes einmal spezial beschwören, indem ich es neben ein anderes Schreckensklaue Monster lege. Das würde ich auch direkt machen. Ich spezial beschwöre Schreckensklaue Akro nochmal und spezial beschwöre Schreckensklaue Belohnung. Dann würde ich in eine Link 1 gehen. Und würde seinen Effekt gerne aktivieren. Der Effekt besagt, ich darf mir jetzt die Field Spell primitiver Planet recht vorher meiner Hand hinzufügen. Ist das okay? Mhm. Mahlzeit. Wieder die üblichen Verdächtigen, der Kari, der Fremde. Ja. Diese würde ich auch direkt aktivieren. Auf Aktivierung darf ich mir jetzt einen Schreckensklaue-Monster meiner Hand hinzufügen. Alle deine Monster verlieren 100 ATK und Death für jedes Monster in der Verteidigungsposition und einmal pro Spielzug in meinem Turn kann ich einer deiner Karten zerstören, wenn drei oder mehr Monster in der Verteidigung liegen. Mhm. Ist das okay? Ja. Ja, liegt direkt ganz unten. Ne, die darf man alle nur once per turn auf die Art beschwören. So, dann speziell beschwöre ich Schreckensklaue Reichert. Mhm. Reichert sagt, ich darf mir jetzt eine Schreckensklaue Zauber- oder Feinkarte meiner Hand hinzufügen und weil drei oder mehr Monster in der Verteidigung liegen, darf ich danach noch eine ziehen. Ist das okay? Ja, mach mal. Dinge. Digga. Nee. Ja, ich spiele Dinge, ja. Ja, heute wieder mit einem Fun-Deck. Oh! Nein, heute. Ich habe gestern in Recklinghausen mit demselben Deck gespielt und es hat sehr gut funktioniert. Also und ich war gestern nicht da. Vielleicht muss ich mich davon verabschieden, zu sagen, dass ich immer ein Fun-Deck spiele. So, meine Hand hinzufügen tue ich Schreckensklaue Krallen ziehen. Mhm. Und du darfst einmal ab. Was hast du dir da für mich ausgesucht? Ist okay. Dann aktiviere ich auch direkt Schreckensklaue und Krallen ziehen. Der Gegner kann Schreckensklaue Linkmonster oder Visa Starfloss, die du kontrollierst, nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Zusätzlich können sie nicht durch Karteneffekte deines Gegners zerstört werden. Verbanne alle Monster, die durch Kampf mit einem Schreckensklaue Linkmonster oder Visa Starfloss, das du kontrollierst, zerstört werden. Du kannst ein Schreckensklaue Linkmonster von deinem Spielfeld oder dem Friedhof verbannen und dann eine Karte wählen, die dein Gegner kontrolliert, zerstöre sie. Du kannst diesen Effekt von Schreckensklaue Krallen ziehen nur einmal pro Spielzug aktivieren. Ja, da hatte ich sie eingelegt gehabt. Dann würde ich in eine Link 3 gehen. In Schreckensklaue Tryhard. Ich würde niemals VFD spielen. Ich habe auch, glaube ich, niemals VFD gespielt. Also, Schreckensklaue Tryhard sagt, er zwingt jetzt alle Monster in die Verteidigungsposition. Er ist unberührt von Monstern in der Verteidigungsposition. Einmal pro Spielzug kann ich ein Schreckensklaue-Monster Stufe 3 oder niedriger vom Friedhof spezial beschwören und dann ein Schreckensklaue-Monster von meinem Deck meiner Hand hinzufügen. Ist das okay? Ja, mach mal. Dann bin ich auf den Rest des Spielzuges in Schreckensklaue gelockt. Oh nein. Sehr tragisch bei diesem Deck. Mhm. Oh.
Da füge ich meine Hand Astra hinzu. Mhm. Dann habe ich das Bündel auch vollständig. So, da muss ich nicht mehr dran. Gut. Gut für mich. Ja, den Rest habe ich auf der Hand. Genau. Dann spezialbeschwöre ich Schreckensklaue Astra. Mhm. Und spezialbeschwöre Schreckensklaue Kashtira, indem ich eine Schreckensklaue-Karte oder Kashtira-Karte von meinem Friedhof verbanne. Da verbanne ich meinen Tryhard. Reichhard. Reichhard. Mhm. Sagte ich ja fast. Wenn du nichts mehr machen möchtest in meinem Turn, würde ich abgeben. Okay. Dann ist das so. Boah, ich habe jetzt so mit dem Stein gerechnet. Nee, leider nein. Draw for turn. Okay. Standby. Main-Phase. Ja, ist alles nicht so das Wahre, muss ich gestehen. Ich würde erstmal Blitzsturm für die Backrow machen. Und dann geht Reichvogel auf. Ach ja. Dann würde ich den Sarkophag aktivieren. Ja. Okay, das wäre noch eine. Da könnt ihr was mit rausholen. Würde ich den Effekt vom Sarkophag machen. Kosten. Ja. Dann würde ich nochmal den Effekt vom Sarkophag machen. Ja. Kosten. Hast du die jetzt nachgezogen oder warum? Obviously, sonst wäre die geflogen, muss ich mal sagen. Ich wollte gerade sagen. Das wäre ja richtig dumm gewesen, wenn ich die nicht geworfen hätte. So, dann darfst du einmal schneiden, bitte. Dann würde ich Summon Condition machen, Damotep. Ja. Und Summon Condition Amset. Ja. Dann mache ich eine Overlay. Ein Zombie-Vampir. Dann würde ich den Effekt von Zombie-Vampir aktivieren. Ich hänge eine Karte ab. Und dann würden wir beide die obersten vier Karten von unserem Deck auf den Friedhof legen und ich darf ein Monster darunter, was da drunter ist, als Spezialbeschwörung beschwören. Klar. 1, 2, 3, 4. Oh Mann, ey. Tja. Das ist einmal nix. Da würde ich mir deine Ash Blossom holen. Dann mache ich eine Link 2. Auf die gute. Dann würde ich Effekt ansagen und Try Hard targeten. Der würde dann verbannt werden. Jo, nee. Dann der 2-6. Dann darf ich natürlich nicht direkt angreifen. Ja, ich würde dann nochmal den Effekt vom Sarkophag machen. Harpy rauslegen. Dann würde ich Summon Condition Harpy machen. Dann würde ich in die Battle Phase gehen wollen. Klar. Und dann würde ich mit dem Horus auf Arco angreifen. Ja. Und mit SP auf Astra. Ja. Ja. Glorreicher Zug. Dann würde ich Main Phase 2 ansagen und End Phase. Yes. Draw Phase. Mhm. Standby. Was macht denn Horus nochmal? Wenn eine Karte von, also durch einen Effekt von dir, das Spielfeld bei mir verlässt, bouncen, banishen,
auf den Friedhof legen, zerstören. Dann darf ich mit ihm zwei Karten, bis zu zwei Karten, in meinem Friedhof und oder Banish-Pile wählen und die entweder zurück ins Deck schieben oder auf die Hand nehmen. Mhm. Und der Sarkophag sagt, dass du Horus Monster nur durch Effekte zerstören kannst, die sie als Ziel wählen. Also mhm. Raigeki würde nicht mehr dann. Ja, und durch den Sarkophag kann ich halt, wenn ich ein Monster angreife oder wenn er kämpft, ein Monster wegsenden von dir. Ja, dann fangen wir an mit meinem Kaiju. Ich würde dann SP als Ziel wählen. Ja, die würdest du einfach wegtributen. Yes. Dann machen wir was. Ich muss mal eben überlegen. Das ist kein Effekt, ne? Alles klar. Hm? Dann würden wir mit Harpien Flederwisch weitermachen. Hm, nett. Ja. Okay, dann Effekt Harpy. Ja. Target. Boah, schwierig. Ja, auf jeden Fall Sarkophag. Und Ohime. Ja. So. Dann, was so schön ist, gehe ich in eine Link 1. Mhm. Und würde mir gerne die Feeds besuchen. Ist ja, das okay? Das ist okay. Diese würde ich auch direkt aktivieren. Mhm. Und würde mir ein Monster meiner Hand hinzufügen. Ja. Ja. Dann nehme ich meinen Reichert. Mhm. Habe ich die Runde genommen? Ne, ich hatte nicht genommen. Dann Spezialbeschwöre ich Reichert, um mir eine Karte zu suchen. Mhm. Und suche mir meine Ankunft. Ja. Schreckensklau Ankunft sagt, ich darf ein Schreckensklau-Monster aus meinem Friedhof spezialbeschwören. Es muss aber in der Verteidigung sein. Und mhm. einmal pro Spielzug, wenn du eins oder mehr meiner Schreckensklau-Monster oder wieder Starfrost zerstören würdest, kann ich diese Karte banishen, um meinen Schreckensklau-Link-Monster wieder Starfrost vor der Zerstörung zu schützen. Ja, ja. Mach mal. Ist fein. Ja, das F in meinem Vornamen steht für fun. So, ich füge, ich spezialbeschwöre Astra. Mhm. Und weil ich ganz lustig bin, nomme ich Effektverschleierer. Mhm. Weil Shakespeare Tryhard sagt, drei Effektmonster. Dann nehme ich Reichert, Lichthard und Effektverschleierer. Mhm. Irgendwie zum Specialen. Ja. Alle deine Monster werden in die Verteidigung gezwungen. Und dann aktiviere ich seinen Effekt. Mhm. Special Balloon und füge meiner Hand ein Monster hinzu. Ich habe schon überlegt, auf 2 zu sein. Hm. Ja, ich habe eine total interessante Deckliste gesehen, die spielt Balloon und Aggro nur auf 2, mhm. um mehr Platz für Henchblatt zu haben. Okay. So, war eigentlich ganz interessant, habe ich mich dann aber doch erstmal gegen entschieden. Dann spezial beschwöre ich ihn. Mhm. Wenn ich ihn zerstöre, macht er nichts wahr. Richtig. Ja, dann würde ich den Effekt von primitiver Planetreichphobia aktivieren und ihn zerstören wollen. Mhm. Und wenn du nichts mehr in meiner Mainphase machen möchtest, würde ich in die Battleface gehen. Mhm. Er hat gerade 4200 ATK, er verliert 500 ATK und Death. Das heißt, mit 4500 ATK würde ich den Kaiju angreifen wollen. Das heißt, du bekommst 2000 Schaden. Mhm. Dann würde ich dich mit 4500 ATK direkt angreifen. Mhm. 4200 ATK, sorry. Ja. Und dann nochmal. Und das gleich nochmal. Ja, dann ist Game. Ja, hat jetzt keinen Unterschied gemacht, weil ich mich gerade verrechnet habe.
Ja, das OTK-Potenzial von Schreckenslaue ist dann doch ein bisschen zu groß. Oh ja. Okay. Oh, das ist schwierig. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verbrenne bei der Antwort auf diese Frage. Also, ich glaube, ich bin der. Ja, ich bin eigentlich fast selber wie eine Katze. sagt meine Freundin zumindest immer. Weil, Hunde lassen sich ja die ganze Zeit immer gerne streicheln und anfassen und ich, Katzen sind so, okay, jetzt darfst du mich berühren, jetzt nicht mehr. So. Und so ähnlich ist das bei mir auch, glaube ich. Also ich bin da nicht so der, ne, ich würde mich nicht so als Hundefreund, glaube ich, sehen. Ich glaube, das würde mir auch nach einer Zeit auf den Sack gehen. Mit einer Katze könnte ich mich viel mehr identifizieren. Ich würde Team Dogo sagen, einfach wegen Malinois. Wegen was? Malinois. Was ist das denn? Belgischer Schäferhund. Ja, da bin ich schon raus. Schönsten Hunde, die es gibt. Okay, so, da das ja jetzt hier gerade so gut funktioniert hat mit Going Second, würde ich einfach mal sagen, ich gehe Going First. Ist okay. Ist jetzt nicht so das, was ich unbedingt am liebsten mache, aber... ja, schauen wir mal. Das sind 5. Okay. Ich habe das gar nicht versucht. Irgendwie klappt es bei dir nie. Puh, schwierig. Okay. Draw, Standby, Main Phase. Ja. Ich aktiviere mal den Sarkophag. Ja. Dann würde ich den Effekt vom Sarkophag machen. Ja. Eine auf den Friedhof werfen, eine auf deine Hand hinzufügen. Nee, nee, auf den Friedhof. Eine von der Hand auf den Friedhof legen und dann eine vom Deck auf den Friedhof legen. Dann würde ich den Effekt nochmal machen. Ja. Oh, ist das nicht die Karte gewesen, die mir den Schaden gibt? Mhm. Und dann würde ich den Effekt nochmal machen. Und zwar für ein Armset, den habe ich noch nicht reingetan. Okay. Dann... würde ich die große Mikanko-Zeremonie aus meinem Friedhof verbannen, um eine Mikanko-Karte von meinem Deck in den Friedhof reinzulegen. Ist okay. Das Maya Oshidori. Okay, dann würde ich Summon Condition nutzen. Ja. Nochmal? Ja. Und noch das Mal. dann würde ich den Maya Oshidori ansagen, Target ist Huli. Ja. Das Special, die aus dem Grave und equipt sie damit. Wenn sie das Spielfeld verlässt, dann wird die Karte verbannt. Yes. Dann Effekt Huli. Wenn die equipped wird, darf ich mir eine Trap suchen. Ja. Von Mikanko. Da würde ich die Rivalität nehmen. Die equippten Monster auf dem Spielfeld mit einer Equip Spell aus meinem Deck. Dann darfst du schneiden. Dann würde ich eine mysteriöse Karte setzen. Oh. Und dann würde ich tatsächlich an dich abgehen. Ja, Drawfins, Standby Man. Fangen wir mit Harpy Flederwisch an. Mmh.
finde ich nicht so cool. Überlegung. Was ist das? Da ist nix. So, du hast keine Karten. Boah, das ist ein bisschen Minus dann. Ich mache mal Rivalität, Target Huli. Die equippt die jetzt mit einer Spell aus dem Deck. Hol ich den Ring. Wie kannst du denn immer Feather Duster top decken, Digga? Das ist doch nicht normal. Der Ring sagt, der negiert die erste resolvende Zauberkarte in jedem Spielzug, die du aktivierst. Ist okay. Das heißt, die wird jetzt negiert, weil sie resolved und der Ring auf dem Board liegt. Dann würde ich Huli triggern, um mir eine Falle zu suchen. Ja. Dann darfst du weiterspielen. Die Karte ziehst du als nächstes. Okay. Bin ich fein mit. So, dann mache ich weiter mit Talent der drei Taktiken, weil du einen Monster-Effekt in meinem Zug aktiviert hast, würde ich ganz gut Karten ziehen. Ist das okay? Ja. Dann fangen wir mal an mit Schattenklauen und Krallen ziehen. Deine Lieblingskarte, hab ich gehört. Super gut. Sie ist leider gut. Dann mache ich weiter mit Normalbeschwörung Akku. Was ich jetzt wohl mache? Link 1. Ja, du kennst mich. Link 1. Ja. Effekt. Ja. Hol dir die Field Spell. Feedspell. Such den Monster. Reichard. Ah, nicht. Hast du einen Reichard auf der Hand? Nice. Weiß ich noch nicht. Das ist gut. Dann mache ich weiter mit Schreckensklauen Kaschtiere, indem ich ein Schreckensklau-Karte banische. Ja, der Ring ist tatsächlich mandatory, deswegen habe ich gesagt, der negiert den ersten resolvenden Zaubereffekt, weil man halt muss. So war das ja eigentlich gemeint. Aber ja, der ist mandatory. Ich muss den ersten negieren. Dann mache ich weiter mit Spezialbeschwörung Astra und Spezialbeschwörung Reichard. Ich würde gerne suchen und danach ziehen. Ist das okay? Kannst du machen. Ich kann. Ich füge meine Hand Ankunft hinzu. Du darfst einmal abheben. Ihn hatte ich genommen. Das heißt, ihn darf ich nochmal specialen. Ich gehe in eine Link 3. Dann aktiviere ich seinen Effekt. Hol ihn mir wieder. Füge meiner Hand Balloon hinzu. Diesen würde ich auch direkt specialen. Dann mache ich mit Schreckensklaue Ankunft weiter. Ja. Um mir Astra wieder zu holen. Reichhardt. Ja, ich hab's heute nicht mit meinem eigenen Namen. So, dann machen wir weiter mit Schreckensklaue reinziehen. Ich banische eine Schreckensklaue Link-Karte, um dein Sarkophag zu zerstören. Okay. Dann hab ich Effekte, die triggern. Mhm.
Genic 1 Amstead, Genic 2 Damotep, Genic 3 HP. Mhm. Amstead kann Non-Target eine Karte wegsenden. Damotep lässt mich jetzt 4 Karten ziehen, weil ich 4 Monster in meiner Monsterzone habe. Und Harpy darf 2 Karten wieder zurück auf meine Hand schieben. Da würde ich sagen, den Sarkophag und die Zeremonie. Mhm. Das sind die Targets. Ist das fein? Okay, dann Harpy für die beiden. Damotep für Draw 4. Mmh. Du kannst darauf jetzt nicht mehr reagieren, weil es im Resolve ist. Und Amstead sendet dir, du hast die Reborn schon gemacht, ne? Mmh. Sendet dir die weg. Auf den Friedhof? Ja. Ist okay. Dann würde ich tatsächlich in die Battle Phase gehen. Mhm. Da bekomme ich einen Angriffsschaden selbst. Tote Monster verlieren 700 ATK und Death. Er ist der, der Non-Target weggeschickt war. Ja. Dann fange ich an, mit Schreckenscroll Tryhard auf ihn zu gehen, mhm. auf dein Horus. Ja, oh, ich muss die. Haben wir schon. Haben wir noch nicht. Ne, wir haben noch keinen Schaden diese Runde genommen. Wo ist der Mod alle, dass ich die Lebenspunkte nicht zurückgesetzt habe? Kari. Also, der? Ja. 3000 ATK hat er aktuell, deiner hat 700 ATK und der verloren und ich habe durchschneidende Kampfschaden. Also verliere ich, der hat dann 1-1, dann nehme ich 1-9. Yes. 1-9. Jo, habe ich. So, dann machen wir weiter mit 3000 ATK auf ihn. Mhm, der hat 2-4, und weil ich 2 habe. Mhm, er verliert 600 ATK und Death, das heißt, er ist bei 1-8. Dann nehme ich 1-2. Habe ich. So, und das gleiche Spiel nochmal mit 3000 ATK auf dein letztes Horus-Monster. Er verliert aktuell 500 ATK und Death. 1-1, dann sind das 1-9. Also bei mir hast du offiziell die Erlaubnis, den zu machen, wenn du möchtest, weil aus Gründen. So, vielleicht hätte ich vorher machen müssen. Mayfest 2. Ja. Primitiver Planet Rechphobia. Ich würde dir deinen Mikanko zerstören wollen. Okay. Sie kann nicht durch Karteneffekt zerstört werden. Dann zerstöre ich dir die Zauberkarte. Tatsächlich hast du schon ein Target gewählt. Mhm. Ich lasse das jetzt mal durchgehen. Aber du kannst Mikanko-Karten nicht als tiefe Karteneffekt wählen. Okay. Und wenn du jetzt sagen möchtest, dass du dann die dritte Karte wählen möchtest, dann sage ich dir nein, sorry, aber das musst du dann nächste Runde machen. Dann bist du dran. Okay. Hol ich auch für den nächsten Player aus. Draw for turn. Yes. Ja, genau. Das braucht man jetzt an der Stelle. Boah, ich habe 8, 9 Handkarten. 3, 6, 9, ja. Und nicht das, was ich haben möchte. Finde ich schon mal gut. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du es gut findest. So, wie spiele ich da durch? Der ist ein Problem. Jo, ich würde sagen, Draw Standby Main, Uime-Effekt. Macht. Die darf mir eine Mikanko-Karte vom Deck der Hand hinzufügen und dann muss ich eine Karte discarden. Finde ich irgendwie blöd. Ja, habe ich mir schon gedacht. Gut, dann... Wie kriege ich das Ding da rein? Mit der... schon auf der Hand. Ach, dann ist das Krallenziehen auch blöd. Das sagt, ich darf nicht targeten, ne? Das ist korrekt. Schritt ins Klaue, Link oder wieder Starfrost. Mhm. Weißt du, was mir gerade auffällt? Deine Horus-Monster werden alle drei gebanished durch mein Krallenziehen. Ja, das ist ja richtig gut. So sorry. Amstead als erster angegriffen. Ich habe auf den. Ne, wann habe ich den. Ach, du hast den Pop gemacht. Ja, okay, das ist klar. Okay. Hm.
Ja. Ja, irgendwas muss ich ja machen. Also die setze ich auf jeden Fall schon mal. Dann würde ich Vorbereitung der Riten aktivieren. Um mir ein Ritualmonster aus dem Deck zu holen. Mhm. Das ist die gute. Schwer. Ich weiß gar nicht, wie ich damit spielen soll mit der Hand. Ich habe immer noch 8 Hand, 3, 6, 8 Handkarten. Boah. Du kannst das nicht. Toll, gut, muss ich das machen. Ja, ich würde die setzen. Das ist dumm. Ja, und dann. 6, 7. Dann würde ich versuchen, in die Endphase zu gehen. Klar. Und eine Karte discarden müssen. Dann darfst du. Draw. Mhm. Standby. Mhm. Main. Mhm. Ich Spezialbeschwöre, schenkst Claude Tryhard, um eine zu suchen und eine zu ziehen. Ist das okay? Mhm. Ich füge meiner Hand Ankunft hinzu. Mhm. Dann würde ich Schreckensklaue Ankunft aktivieren. Mhm. Um mir meinen Schreckensklaue Kashtira wieder zu holen. Mhm. Mhm. Ach, warte mal. Kannst du. Nicht. Engelhafter Ring muss die erste resolvende Zauberkarte negieren. Okay. Dann. Ja, dann mache ich es halt so. Dann gehe ich. In eine Link 1. Ach, verdammt, muss ich ja direkt darunter legen. Mhm. Ja, dann halt anders. Um sie auch mal wieder gespielt zu haben, gehe ich in eine Link 2. NSP. Effekt. Wenn ich eine Karte oder einen Effekt aktiviere, kannst du zwei Monster auf dem Spielfeld wählen und die bis zum Ende des Spielzugs verbannen. Gut. Dann aktiviere ich den Effekt von Schreckensklaue Tryhard. Als Schreckensklaue Monster der Stufe 3. Mhm. Genau, deswegen nur die Linkbeschwörung. Und ein Schreckensklaue Monster meiner Hand hinzufügen. Mhm. Mach ich es halt so. Mhm. Diesen würde ich spezial beschwören. Ja. Indem ich ein Schreckensklaue Monster-Karte aus meinem Friedhof banische. Mhm. Und dann würde ich in die Battlefest gehen. Mhm. Mal gucken, was er sagt. Er darf aus der Verteidigungsposition angreifen. Er annulliert alle Effekte von dem Monster, gegen das er kämpft. Und das gleiche gilt dann auch für mein Schreckensklaue Link-Monster. Mhm.
Würde ich gerne Start of Battle Wars aktivieren. Ja. Rivalität. Target. Scarecrow Kastira. Zum Zerstören, war? Nee, ich würde den mit einer Equip Sphere aus meinem Deck ausrüsten. Ist okay. Dann kommt er auf meine Spielbezeichnung. Ja. Das ist gerade echt gemein. Dann gebe ich an dich ab. Okay, dann. Du bekommst dann 1000 in das Temperface. Ja, dann. Ich war im Deck, kannst du schneiden? Alles gut. Ach, okay, dann würde ich ziehen. Dwarf Turn. Standby, bekommst du 1000? Ja. So langsam muss ich echt aufs Klo. Sind deine Lebenspunkte. Ja, das sind meine, habe ich gerade gesehen. Da muss ich hin. Plus 1000. Ja, Main-Phase. Na ja, komm, machen wir erstmal hier. Uemi-Effekt. Ja. Ich kann den nicht als Ziel für Karneffekte wählen, so war das, ne? Korrekt. Okay. Dann. Was bleibt mir da noch? Dies. Ja, ich will die. Ich hole da aber besser. Und Discard ist. Das. Dann. Kurze Frage, gibt es gleich eine Möglichkeit, kurze Pause zu machen nach der Runde? Ja, stimmt. Weil ich muss echt drüber auf Toilette. Ja. Ich würde Armset-Effekt aktivieren. Yes. Discard ist. Achso, habe ich gedis. Ja, habe ich. Discard ist. Nochmal das. Würde ich mir einen Sarg suchen? Ja. Und eine Karte ziehen? Ja. Zack. Darfst du schneiden? Ist okay. Okay, dann. Ja, du kannst ja dumme Sachen machen. Der ist Stufe 7. Würde ich erstmal. Würde ich das machen? Ja, ich würde in die. Ja, ich würde in die Battle Phase gehen. Mhm. Und würde mit Scareclaw Kastira deine SP angreifen. Ja, dann würde ich den Effekt von SP aktivieren, sie und ihn wählen. Ich weiß nicht, ist das ein aktivierbarer Effekt? Nee. Das kannst du darauf nicht. Weil es keine Kartenaktivierung oder Effekt. Du kannst das immer nur auf Aktivierung von der Karte oder Effekt machen. Okay. Dann nimmst du 1000. Auf den Friedhof. Zack. Ja. Dann Memphis 2. Und Memphis. Draw. Ich aktiviere Landform. Wird negiert. Ja, ich weiß. Ich gehe in eine Link 1. Mhm. Jo. Den Effekt kann ich ja nicht nutzen, weil sie nicht in meiner Extra-Monster-Zone liegt. Dann aktiviere ich den Effekt von Schreckensklaue Kreinziehen. Mhm. Banische ihn. Wie war das, wenn Schnappstahl das Spielfeld verlässt, bleibt das Monster trotzdem bei dir liegen, richtig? Nee. Nee? Nee. Ja, dann zerstöre ich dir deinen Schnappstahl. Mhm. Lässt du den wieder? Yes. Dann Effekt Rivalität. Wenn ein Equip-Spell auf meinen Friedhof gelegt wird, darf ich mir eine Equip-Spell aus dem Friedhof dann hinzufügen. Da wird es dann Schnappstahl. Mhm. Ich würde sagen,
Dann aktiviere ich den Effekt von Schreckensklaue Tryhard. Hol mir meinen Astra wieder und fege meine Hand. Das ist jetzt interessant. Ja, ich habe noch ein Target für ihn. Schreckensklaue Reichert hinzu. Diesen würde ich auch gerne spezial beschwören. Um eine Karte zu suchen und danach eine Karte zu ziehen. Ich füge meine Hand Ankunft hinzu. Draw. Dann mache ich weiter mit primitiver Planetreichphobia. Ich würde dir die Karte zerstören wollen. Dann würde ich in die Battle Phase gehen. Mit 2600 auf sie. Effekte werden annulliert. Yes, dann geht sie. Wird die nicht gebanished? War da nicht was? Ja, stimmt. Wegen meiner Bushidori, hast recht. Ja. Und dann würde ich dich mit 3000 ATK direkt angreifen. Außer. Zeremonie. Beschwörten Mikanko ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen von der Hand. Ja. Die hat denselben Effekt. Greife ich mit Schreckensklaue Tryhard sie an, die Effekte von ihr werden annulliert und sie wird gebanished. Ist das so? Durch mein Schreckensklaue Kashtira. Und das Banish ist durch Schreckensklaue Krallen ziehen. Stimmt. Ja. Ja, dann kriegst du 3000 Schaden durch deinen Kampfschaden. Alles klar. Okay. Ja, ich habe leider den Lavagolem rausgesidert. Das war ein bisschen dumm. Nee, Schreckensklaue Kashtira ist so ein starkes und wichtiges Monster für das Deck. Ja, das ist. Das brauchst du unbedingt, ja. Ja, ich überlege auch, Fenrir drin zu spielen, einfach um ihn mir suchen zu können. Ja, ich habe in Tier Elements jetzt auch Fenrir eingebaut, weil der halt Tierkasch suchen kann, ne? Das ist gut. Ja, gut. Gutes Spiel. Ich würde sagen, das war die erste Runde. Würdiges Eröffnungsspiel. Wir haben noch 8 Minuten, also dann kannst du, glaube ich, noch in Ruhe auf Klo gehen. Oh, ja, ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, was ich hoffe, dann schaltet wieder ein und oder kommt selber vorbei. Wie gesagt, wenn ich nächstes Mal die Lebenspunkte nicht resette, Kari, dann darfst du mich gerne darauf hinweisen, weil das passiert mir ja einfach immer. Ja, ich würde sagen, wir spielen dann noch entspannte 4 Runden heute weiter, ne? Oder das ist hier mein Deck. Das ist halt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, passt. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und schönes Wochenende, genau, danke.